Scheiße ist die Beziehung scheiße. Der Typ ist jetzt schon zum Kotzen. I'm the fucking king of everything. Auf einem anderen Level. Emil! Wir waren die Ersten. Er war der Erste. Wir waren das erste Pärchen. Ach, das Erste. Wir waren die Ersten. Der Erste. Ja, wir sind das erste Paar. Das erste Paar, ja. Arschloch ist ein Arschloch. Ja, läuft doch, würde ich sagen. Hört das eine Format auf, fängt das nächste direkt schon wieder an. Servus Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 1 von dem Sommerhaus der Stars irgendwo in Deutschland. Folge Nummer 1, ziemlich anstrengend. Es sind einige Kandidaten dabei, die so sehr von sich überzeugt sind. Ach, ihr werdet es schon sehen. Deswegen würde ich sagen, jetzt viel Spaß beim Anschauen und versucht eure Nerven zu bewahren. Los geht's. Herzlich willkommen im Sommerhaus. Dem Rast- und Rostplatz urlaubsreifer Starpaare. Ja, ganz so schlecht wie zu Hause werden die Kandidaten hier nicht wohnen, denn in dieser luxuriösen Villa, die der RTL angemietet hat, wird es ihnen an nichts fehlen. Vor allem nicht an Viechern und Kakerlaken. Man muss sich unbedingt hochintelligent sein, um erfolgreich zu sein. Ach so, hier ist eine Kamera. Ein Kreuz. Na, dann hoffen wir aber trotzdem, dass die Kandidaten dieses Jahr mehr in der Birne haben als letztes Jahr, aber das sollte auch nicht schwer zu schaffen sein. Droh mir niemals. Warum bist du hier? I'm the fucking king of everything. Verdammt doch mal. Himmel! Aber dann schauen wir doch erstmal, welche Kings und welche selbsternannten Promis da überhaupt mitmachen. Ob wir sie wirklich als Promis identifizieren. Ich bin Mola Dibisi, Adelina Zielleit. Ich bin Lars. Ich bin der Dominik. Mike Sies. Ich bin Sissi. Ich bin Ben. Janina Korn. Ich bin Roland Heitz. Ich bin der Alm Klausi. Ich bin Marita. Da denke ich mir echt, wer sind diese Menschen? Ich meine, ein Paar wird noch kommen von Love Island, das kenne ich wegen den Shows hier. Und wenn das schon ausreicht, um dann beim Sommerhaus der Stars mitzumachen, ja, dann könnte ja ich theoretisch auch mitmachen, ohne bekannt zu sein. Ich fühle mich wie in Österreich, das ist so richtig heimisch und daheim. So richtig schön idyllisch, das ist wirklich ein Wahnsinn. Okay, komm schon. Herrlich. Wir sind die Ersten. Wer denkt, dass es mit ihr anstrengend sein wird? Ich glaube nicht so sehr. Die anderen Kandidaten, vor allem auch ihr Mann, sind auf einem anderen Level. Also ein Kuhstall ist besser. Ach, schön ländlich. Also ich finde, die Villa ist sogar besser als ein Kuhstall. Ich meine, es gibt zumindest ein Schieß- oder Scheißhaus. Nee, wir schlafen zu zweit. Zu zweit in dem Kleinen? Ja. Also vier Mann hier drin? Ja. Dass es angenehm wird, hat aber auch niemand versprochen. Das ist dann das... Okay. Bad. Ja, schön. Das Haus kann man tatsächlich privat mieten auf verschiedenen Urlaubsplattformen. Aber die Produktion hat sich schon viel Mühe gegeben, das Haus ein bisschen abzuranzen, bevor die Kandidaten eingezogen sind. Die Oberflächen fertig machen. Lass uns bitte, bitte. Bitte, tu es wieder zurück, bitte. Was willst du, dass wir hier drinnen haben? Ja, ja. Besteck, erstens bitte Steck fertig machen. Der Andy Boser, heißt das so, der führt mit seiner Frau jetzt die Grundreinigung durch, denn er ist der erste Typ im Haus. Merkt euch diesen Satz, der Erste. Mit mir möchte ich da auch nicht reingehen. Echt. Also Josephine war für uns ein absolutes Wunschkind. Der kleine Hund war wahrscheinlich sein Wunschkind und mir kommt vor, ich hätte den Typen bei Kampf der Reality Stars gesehen. War der nicht voll sexistisch drauf? Oder irgendwelche feindlichen Aussagen hat er immer rausgehauen? So habe ich es mir nicht vorgestellt. Also ich finde es einfach von dem Platz her finde ich schon richtig, richtig erdrückend fast. Ne? An Privatsphäre brauchst du hier nicht denken. Natürlich ist das ein weiterer Grund, wieso dann die Kandidaten ausrasten werden, weil sie halt mit, weiß nicht, 15 anderen verrückten Personen eingesperrt sind auf diesem Grundstück. So, da wirst du selber auch irgendwann noch mehr verrückt, als du es eh schon bist. Ja, dann kannst du ja gleich mal mithelfen, Peggy, ne? Putzen habe ich nichts mit am Hut. Peggy macht das gerne und dann bin ich froh drüber. Ne? Ja, es fängt schon an. Der Typ ist jetzt schon zum Kotzen. So, er putzt sicher nicht. Das macht, wenn dann, die Frau. Mhm. Was machst du jetzt, Schmidt? Da sagen, wo es dreckig ist. Na, überall. Ja, überall, wo er ist, ist es dreckig. Ja. Lars, hallo. Peggy, hi. 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 Adelina, der Dominik, hi. Hi, Lars. Der Dominik, hi. Lars, Dominik. Okay, viele, viele neue Namen. Ich werde ein paar Folgen brauchen, gell? Lars war der Blonde, der ne? Der Dunkelhaarige. Den Lars kenne ich. Lars ist der Blonde. Oder? Nee, Dominik ist der Blonde. Naja, einfach irgendwie so, der eine Blonde mit dem braunhaarigen Freund, dann der eine Sexist von Kampf der Reality Stars und als drittes zum Beispiel das Love Island Pärchen. Ja, woher soll ich das? Sorry, aber du hast dich auch angemacht. Ach, alles klar, das ist dein Empfinden, bitte. Nein! Bist du mit dem Kuss?
Jetzt nicht. In den ersten Szenen kommt mir der Yasin schon jetzt wie bei Love Island rüber, so dass er immer die Frau beschuldigt, dass sie alles machen muss. Aber gut, wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie deren Beziehung wirklich hält. Nach Love Island wurde ich schwanger und jetzt haben wir einen Sohn. Ein Sohn und eine Shisha direkt nach der Schwangerschaft. Mit dir wird's nicht langweilig. Für ihn wollen wir das Sommerhaus rocken. Papa und Mama kämpfen, ne? Wir sind Kämpfer. Auf Instagram gab es diesbezüglich auch schon sehr viel Kritik zu den beiden und meine Meinung ist auch so. So, das Kind ist paar Wochen oder paar Monate alt. Das ist eher besser, wenn die Eltern einen Monat zu Hause sind, als dass das Kind einen Monat bei irgendwelchen Pflegeeltern untergebracht wird. Ich habe ihn vorher auch noch nie gesehen gehabt. Und du bist einfach, ja, eine Legende. Also die Böden müssen wir gleich noch machen. Wir waren das erste Paar. Wir haben schon ein bisschen geputzt. Okay. Wir waren die Ersten. Er war der Erste. Wie heißt der Typ Ambrosius? Auf jeden Fall sagt er jedem Pärchen, das reinkommt, dass er der Erste war und dass er schon geputzt hat, weil er war der Erste. Wir waren die Ersten. Oh Mann. Mein Name ist Mike Sies und ich feiere mich selbst. Ja, und wie selbstverliebt will er sein? Sehr. Mich kennt man aus der einen oder anderen Reality-Sendung. Ja, diesen Blick vergisst keiner, der von ihm durchbohrt wurde. Genau, bei Temptation Island. Er war wirklich, also im Interviewbereich vor allem, er hat einen wirklich so angestarrt, er ist so da gesessen. Es war echt creepy irgendwie mit dem. Warum? Weil es zu viel ist. Für Michelle gibt es keine Naked-Rollen mehr, so einfach ist das. Ich zieh das an, okay? Nein. Ja, und da sieht man auch schon seine Einstellung. Die Frau ist sein Eigentum und er bestimmt, was sie machen darf und was nicht. Warum wir Männer nonstop vögeln, ist, damit wir stressresistent sind. Ist ganz einfach. Und er ist kein bisschen stressresistent, rastet gleich aus, zieht ständig an einer, um sich zu beruhigen, weil er noch nie was hatte. Ist der Sex scheiße, ist die Beziehung scheiße. Ja, siehste, sag ich doch. Ja. Und sorry, aber ein totaler Vollidiot, wenn ich das so sagen darf, ist er auch. Ich meine, man geht nicht in den Wald oder zu einem Fluss, um da Müll reinzuwerfen. So. Hallo? Ne. Boah. Ja, da ist auch klar, dass ihn niemand begrüßt und keiner sich freut, als sie sein Gesicht sehen. So, alle sind schon mal fertig mit der Stimmung. Wir waren das erste Pärchen. Ach, das erste? Wir waren die Ersten, wir haben das gewählt. Wer wart ihr nochmal? Wir waren die Ersten. Ah, okay. Glaubst du, uns wird jemand kennen? Nee. Glaub ich auch nicht. Habt ihr bis jetzt überhaupt jemanden wirklich erkannt? Ich war der erste Transmann auf dem Cover der Men's Health. War Mädchen. Okay, da bin ich genauso überrascht wie alle anderen Kandidaten. Ich hätte nie gedacht, dass er vorher mal eine Frau war. Aber das Wichtigste ist, er denkt auf jeden Fall mit. Ich flüge hier das Ding um. Ich hänge mir die um. Die ist doch nicht so schwer. Ich hänge mir die um. Sicher? Ja, ganz sicher. Ich mache das so und so und dann komm, let's go. Endlich, das denke ich mir schon bei allen anderen Kandidaten, wieso sie die Koffer durch den Schotter und durch den Dreck ziehen und sie nicht einfach hochheben, so wie er es macht. Sehr cool. Ja, wir sind das erste Paar. Das erste Paar, ja. Also nicht, dass du schlecht singst, ja. Aber es strengt schon an, ja, ja, klar. Zuzuhören, weil du, also wie du halt singst. Rap, tap, 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 tap. Die Nächsten kommen! Also bisher sind die einen Kandidaten anstrengend, weil sie ultra selbstverliebt sind und die anderen Kandidaten, weil sie eine schrille und laute Stimme haben. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Das ist ein peinlicher Moment in meinem Leben. Gut, das ist das erste und letzte Mal, dass ich dem Typen zustimmen kann. Ich war früher mit Mola eine Zeit zusammen. Okay. Ich will nicht, dass du das von anderen erfährst. Also zusammen. Ich mich jetzt verarschen, ne? Also, sie war mit dem Typen zusammen, der jetzt auch zufällig im Haus drinnen ist. Das war vor 15 Jahren und jetzt ist er angefressen, weil sie Ex-Partner hatte. Ich sage dir eins. Was war unser Motto? Hör auf zu weinen. Das macht uns schwach. Das macht uns schwach. Sie soll aufhören zu heulen, aber er hat sie gerade zum Heulen gebracht, weil er ihr vorwirft, wieso sie mit dem einen Typen da zusammen war. Glaubst du, da kommt ein beschissener No-Name-Moderator von einem Sender, den es gar nicht mehr gibt, außer dass da Bob's Burgers und American Dad läuft? Ja? Ich sag. Ich glaube, dass dieser kleine Agrofratz irgendwie sehr eifersüchtig ist, dass dieser No-Name-Moderator zumindest irgendwas im Leben erreicht hat und seine Frau auch mal im Bett hatte, im Gegensatz zu ihm. Wenn du Jahrzehnte mit den gleichen Klamotten der Frisur rumläufst, dann bist du stehen geblieben. Nein, nein, dann hat man eher sich selber gefunden und ist kein Opfer der Konsumgesellschaft geworden. Mir geht's heute miserabel.
Ich hader sehr stark mit mir, ihn zu konfrontieren. Es kann doch nicht sein, dass sich der Typ immer noch darüber aufregt, dass seine Frau mit dem anderen Typen vor 15 Jahren was hatte. So, ich glaube, der hat wirklich ein starkes Ego-Problem und versucht, sich selber mit seiner lauten Art aufzupuschen. Liebe Stars, willkommen zum Spiel im siebten Himmel. Und hier die besten Szenen. Oh Gott, ist das tief. Oh Gott, warte kurz. Wo? Ja, hier. Ich habe schon so tief, ohne Ende. Du guckst, also guck doch einfach geradeaus. Deine Füße sind in meinem Gesicht. Schatz, lach bitte nicht. Die einen haben Angst vor der Höhe, die anderen haben Angst vor ihren lächelnden Frauen und einer, der lust komplett ab. Oh, shit. Doch, er wird. Nein, halt die fest, Schatzi. Oh. Ja, der ist direkt disqualifiziert, aber die Frage ist dann, woran hat's denn gelegen? Weil ich einfach zu fett bin, ey. Okay, wenn er meint... Damit waren alle Antworten richtig falsch. Wir können doch nicht so dumm sein, aber weil... Ich habe mich auch richtig dumm gefühlt da oben. Die beiden haben es geschafft, den ganzen Parcours zu bestehen, aber keine Frage richtig zu beantworten. Yasin auf der anderen Seite jedoch, der hat es nicht mal geschafft, den Parcours zu bestehen. Und Yasin und Samira? Vergiss es, Schatz. Ich habe keine Kraft mehr. Dann mach mal so an den Ellbogen. Schatz, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr, wirklich. Och je, sonst tut er immer so, er ist ein starker Mann. Aber jetzt kann er nach ein paar Minuten nicht mehr und seine vor kurzem noch schwangere Frau sitzt da ganz locker. Du gibst jetzt nicht auf. Es geht nicht. Doch, es geht. Ja, er bleibt dabei, er kann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Verstehst du das nicht? Ich kann mich nicht mehr halten, ja. Ich muss loslassen. Er hat einfach aufgegeben, wo andere noch Vollgas gegeben haben. Allgemein sind die Männer jetzt in der Show irgendwie die, die ablosen und die Frauen, die es einfach weiterschaffen. Ich war so motiviert. Fick dich, ey. Geht nicht. Lass runter. Nein, ich kann nicht mehr. Nein! Es ist so schön zu sehen, wie vor ein paar Minuten alle Jungs noch voll ihr Ego gepusht haben und dann beim Spiel schaffen sie einfach überhaupt gar nichts. Ja, und vor allem auch er, der Typ. Er redet groß, aber im Endeffekt ist echt nichts dahinter. Mann, diese ganze Scheiße kostet mich nicht so viel Energie. Diese zwischenmenschliche Scheiße. Du weißt, wo mir die Kraft fehlt. Das weißt du ganz genau. Wo? In meinen hirnlosen Schädel, in meinen lauchigen Armen und in meiner eierlosen Hose. Ach ja, ich glaube, dem Typen ist echt nicht mehr zu helfen, aber schauen wir jetzt noch zur nächsten spannenden Frage. Wieso denkt ihr Männer denn, dass nur weil man ich liebe dich sagt, dass man schneller an Sex kommt? Weil es funktioniert. Ernsthaft? Ja. Ach, deswegen ist das Love Island Couple schwanger. Wenn ich jetzt den anderen Reifen... Guck mal, wenn du dich hier dran lass fällst, mich mal bitte reden und hör auf, mir herrische Anweisungen zu geben. Genau, denn er ist der Herr mit dem Testosteron im Blut und er darf Anweisungen geben, aber sie nicht, sie ist unter ihm. Hör mal zu, eine Sache musst du hier und jetzt einfach mal lernen. Du hörst auf mich. Wenn ihr an alle da draußen, wenn ihr so jemanden datet, lauft's weg, so setzt euch ab, ganz weit weg. Ich brauche eine Zigarette. Für die Ausdauer. Ich kann mich kaum noch bewegen. Mir tut hier alles weh. Geil, wir haben's. Sie macht alles alleine und er sitzt hinten nur, gell? Nur so zur Info. Mental fickt, dass ich meine körperliche Leistung nicht abrufen kann in dem Moment, wo ich sie brauche. Das fuckt mich ab. Weil seine Frau ihm vorhin von dieser Beziehung zu dem Mosam-Typen erzählt hat, ist sie jetzt schuld, dass sie ihn jetzt mental geschwächt hat und er bei der Challenge nicht abliefern konnte. Damit sind sie Sieger des Spiels. Herzlichen Glückwunsch! Gerockt, Punkt, ja. Geil. Feuergeil. Er ist im Endeffekt nur hinten gesessen, hat ihr blöde Anweisungen gegeben, sie hat das ganze Spiel dann gewonnen und er sagt ihr natürlich nicht mal Danke. Ich meine, sie ist es ja auch nicht wert. Janina und Roland, ihr habt die meisten Stimmen gegen euch. Damit seid ihr bei der nächsten Nominierung am stärksten gefährdet, das Haus verlassen zu müssen. Janina und Roland, das ist so das älteste Pärchen, zumindest er ist der älteste Typ im Haus. Ja, sie wurden von den anderen gewählt, weil sie halt zu kommod sind und gar nicht mithelfen beim Kochen, Putzen oder sonst was. Hör zu. Ein Arschloch ist ein Arschloch und ein schlechter Mensch ist ein schlechter Mensch. Sehr schöne Worte aus seiner persönlichen Biografie und nächste Woche sehen wir... Mike, Mike und Mike. Was stört dich? Das ist ein absolutes Tabuthema für uns. Ex ist Ex. Droh mir niemals, Mike, droh mir niemals. Ja, so freaking anstrengend wie der Typ wird's nie wieder sein, glaube ich. Deswegen, wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, abonniert sehr gerne hier oben meinen Kanal. Schaut hier in die Couple Challenge hier unten noch zu Love Island rein. Ja, lasst mir sehr gerne Kommentare zu diesem Verhalten in den Kommentaren da und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Ich brauche einen Tee.